Und Action! So, Aufnahme die zweite. So, Hallöchen zum zweiten Mal, liebe YouTube-Leute, und Hallöchen zum zweiten Mal, Leute, im Livestream. Ich nehme es das zweite Mal auf. Ich habe gerade eben schon mal Counter-Strike aufgenommen, war dann aber der Meinung, ich spreche jetzt die Scheiße einfach ab, weil ich hatte erst, die Dust 2 Wintermap getestet. War cool, ist dann aber abgestürzt. Die gucken wir uns irgendwann nochmal an und habe dann die zweite Map getestet und da so einen langen Hals, so einen Hals bekommen, so einen Hals und so einen Bart und so dachte ich, so einen Kopf und so viel Brust. Und das war schon mal nicht schlecht, aber der Rest war irgendwie scheiße dann. Und da dachte ich mir, brichst du ab die Aufnahme, lässt die Scheiße sein, fix nochmal neu an. Und war so, ihr habt nichts verpasst. Ja, also für YouTube-Leute, ihr habt nichts verpasst, außer dass ich mich geärgert habe. Und deswegen ärgern wir uns aber lieber elegant und vorzüglich im Deathmatch oder was? Nee, nicht Deathmatch, im Matchmaking. So, machen wir da schnell eine Matchmaking-Runde und dann machen wir was anderes. Dann haben wir wieder ein bisschen Counter-Strike geübt. Auf dem Weg zu Gold Nova 1, kannst du sagen. Ja, ist ja unser Ziel, unser großes Ziel in den nächsten 40 Jahren, wenn ich damit 90 sozusagen Gold Nova 1 bin. Ich bin dann sozusagen die älteste Counter-Strike-Spielerin der Welt mit Gold Nova 1. Ja, ja, ja. So, oh, jetzt wird schon wieder angepingt. Ich werde angepingt. Was ist jemand gemacht? Mir war... Was? Öde, deswegen, oder? Ah, nochmal, Mir war öde vor allen Dingen. Also, Shiny Shadow macht jetzt auch Livestream gerade. Ich weiß ja nicht, ob wir die verlinkt haben. Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, können wir auch gar nicht verlinken. Aber die Shiny Shadow, die macht auch jetzt gerade Livestream. Die spielt, glaube ich, dann auch Counter-Strike oder so. So, Rinder wieder. Los, probieren wir mal Matchmaking. Wahrscheinlich wird es stark lecken. Also, ich habe ein bisschen rumexperimentiert. Das zeigt das wieder nicht richtig an, oder? Ich sehe einen. Das ist einfach mal so, ja, Leute. Das ist einfach mal. Warum macht er das jetzt? Jetzt. Ja. Jetzt, ja. Na klar. Also, Also mit dem Lecken müssen wir noch rumexperimentieren. Wie gesagt, hab da jetzt nicht weiter rumexperimentiert. Müssen wir schauen, wie stark es leckt. Ups. Also wie gesagt, ich bin da irgendwie, wenn ich Zeit habe, versuche ich immer ein bisschen rumzuexperimentieren. Aber naja, Zeit ist das Problem. Und vor allen Dingen mal einen klaren Gedanken zu finden, ja. Das Hauptproblem sind eigentlich klare Gedanken zu finden, um mal Fehlersachen durchzuspielen geistig. Aber ich habe da echt keinen Kopf, ja, schon gar nicht. Im Moment ist alles so lol in meinem Kopf. Total lol irgendwie, kannst du sagen. Ja, deswegen. Und warum ist eigentlich keine Musik, weil wir die abgeschaltet haben? Nein, nein. Dann los. Matchmaking. Wettkampf. Und ja, einfach hin, oder? Na, guck mal, was uns erwartet. Mal gucken. Jetzt können wieder Wetten abgehalten werden. Wird Kosi wieder rausgeschmissen oder nicht? Bitte voten Sie jetzt. Also ich sage ja. Bis jetzt war das fast immer gewesen. Kannst sagen, von 10 Spielern wollten 8 mal mich rausschmeißen. Also. Jetzt auch jetzt. Das heißt Control. Oder? Ah, jetzt. Control. Mirage kennen wir gut. Vielleicht sollte ich Mirage mal rausnehmen, dass auch mal die anderen Maps kommen. Aber da müssen wir wieder lange warten wahrscheinlich. Aber ist auch nicht schlimm. Ich meine, warten. Jetzt nur so, die Plastikwaffe mag ich auch. Also, ist erstmal. Jo! Guck mal! Und los. Ich steh mir doch nicht im Weg, Mann. Ah, jetzt habe ich 10 Sekunden verbraucht in dir. I need help you! Ich kann hier los. I need help you! Warum denn die alle? Hä? Was ist denn hier los? Wo sind die? Ente. Schmeiß doch mal die was! Ah, help you! Wie haben wir gesagt? Ey, hast du.
Nein! Sag mal, ein Deathmatch spiele ich immer so geil und komisch wie Matchmaking, das spiele ich jetzt in meinem ersten. Oh, spiele ich heute zum ersten Mal Counter-Strike. Na, dann geht doch gleich mal. Dann geht doch gleich mal rein beim Matchmaking. Da muss noch einer. Ich renne das weibliche Lager und messe einfach alle. Ah, net help you! Net help you! Bip, bip, bip. Oh, jetzt geht's gleich los, das ist Spaß vorbei. Hm, jetzt geht's los. Welchen Platz war ich eigentlich noch? Hm, zu viel. Ja, tut mir leid, für die erste Runde muss ich mir eine P215, kann mir jetzt leider keine Ding nicht machen, sonst kann mir keine Weste wieder kaufen, naja. Keine Arme, keine Kekse, kannst du sagen. Na? Wait, rock and roll, Babies. Messer laufen. Sag mal, bin ich der Einzige, was so schnell läuft, oder sind die alle so dick geworden, sag mal? Schade, wenn es nicht lecken würde, wäre ich echt immer gehen. So, ich bin jetzt ausnahmsweise mal mitgelaufen. Ja, weil immer heißt, Cosima, lauf doch mal mit. Bin jetzt mitgelaufen, mitgestorben. Normalerweise laufe ich deswegen nicht mit, weil genau so was passiert. Ja? Genau deswegen laufe ich nicht mit. Leckt aber übelst wieder, oder? Pass mal auf, ich mach mal, ich hab eine Idee. Ich hab jetzt mal den Livestream, den Dashboard, den Bild praktisch gestoppt und hab ein paar Fenster noch geschlossen. Mal gucken, vielleicht hilft's ja ein bisschen. Ich denke zwar eher nicht, aber man muss ja probieren. Ah, nicht hinten! Na, ah, wird wieder ein Kackspiel. Da jetzt. Na, lecker mal. Be safe. Let's go, my friends. Wer hat denn die Bombe von euch? Scheiße, Mann. Mann. Im Sprung. Also wenn einer schon im Sprung so was macht, dann haben wir schon wieder Leute, die ja nicht zu unserer Gruppe hören. Ja, sind wir schon wieder im falschen Matchmaking-Dings. Finde-Dings-Wumms, ja. Meine Weste, was können wir uns denn dazu leisten? Die Galli, gut. Steigen wir jetzt auf die Galli um? Let's go, my brothers. Scheiße, und ich hab zehnmal den Kollegen angeschossen. Vielleicht hätten wir es noch geschafft mit den Kollegen.
Aber wenn der schon im Springen mich totschießt, das ist schon kein gutes Zeichen, kannst du sagen. Dann jetzt ein Molekok. Victory. Zu ruhig. Wie jetzt schon? Der andere wollte ich noch entschärfen. Ah, der ist da drüber gegangen dabei. Und ich habe jetzt eine bunte Waffe. Lalalala-Waffe. So, das heißt, als nächstes kaufen wir uns eine Explosive. Okay. So, move. 2-2. Wird wieder ein ekliges Match, Junge. Das wird schon wieder ein ekliges Match. Ich sehe es schon wieder. Und ich hab die Bombe, verdammte Scheiße. Das hab ich gerade gesehen. Smoke. Ich hab gerade gesehen, dass wir die Bombe haben. Hätte die Bombe in die Ecke, hätte die Brandbombe schmeißen sollen in die Ecke. Hätte ich doch bloß hinter diese Scheißkiste die Brandbombe schmeißen. Ich wusste, dass da irgendwo eine. Hätte ich bloß die Brandbombe dahinter. Ich hab mir extra eine gekauft, der Hund. Hätte ich mir noch eine gekauft. Wo sind die alle? Ich hab gerade nur drei gesehen.
Da ist eine Arbe irgendwo. Da schießt eine Arbe durch die Gegend. Bombe liegt Mitte. Ah, Schallbombe. Soll jetzt eine Granate dazu nehmen? Ah, der hat gerade einen guten Smoke gemacht. Er hat die Bomben, okay. Scheiße, wir haben einen Kollegen angeschossen. Das war scheiße gewesen. Aber jetzt Rauchgranate. Ne, eine Blendgranate ist vielleicht besser. Immer Stück für Stück den Kameraden aufbauen. C-Fehler ich mir erlaubt gerade. C mal einen Kollegen. Gehen wir mal Mitte oder direkt Küche? Direkt Küche. Na gut. Mal gucken, wie weit das Spielchen hier geht. I am blending the bomb. Yeah. So, was können wir noch kaufen? Jetzt haben wir uns ja ein Dings, jetzt noch Rauchgranate. Ja, ganze Paket komplett, ja. Okay, wo geht's lang? Ich würde A gehen, Leute. GA. 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 Ja. Haben wir alle eine Arme mit dabei, ja? Ich bleib bei der Bombe. Der war gut. Der war ja richtig gut, Mann. Einer von uns, nur einer. Der ist gut mit der Brennbombe. Weil sie schaffen es nicht mehr, brennt alles. Oder? Schaffen sie nicht mehr. Schaffen sie nicht mehr. Hat die Verbindung getrennt. Warte eine weitere Minute bis zum Abbruch. Was?
Was sollst du machen? Ich kann jetzt nicht. Hör mal auf jetzt mit dem Scheiß. Und eine Brandbombe und eine Dingsbombe erstmal. Los, A. Jetzt sind die los. Ja, der war wieder spannend gewesen. So, jetzt nehmen wir eine Rauchgranate erstmal mit. Und eine Blendgranate. Wir können uns glaube ich alles leisten. Ja. Let's go! Let's go! Oder? Okay. Ich guck oben immer nur, ich gehe niemals da durch mehr. Ich bin da mal gestorben, deswegen gehe ich da nie wieder durch. Aber ich guck da oben. Wenn da los ist, schieße ich, verteidige. Deffe da und wenn nicht, dann renne ich wieder runter und komm von hinten. Wenn ich sehe, dass da einer stirbt, renne ich sofort wieder weg. Okay. Oh, schnell weg. Oh, bin schon ich bin voller Freude. Kann ich was kaufen eigentlich? Eine Blindkanade. Man gönnt sich ja sonst nicht. Doppelt hatte ich schon. Sand der fucking. Komm up! Scheiße. Könnte ich nicht machen sein. Das ist daneben. Ah, diesmal haben wir Scheiße. Diesmal haben wir alle Scheiße gebaut. Diesmal haben wir alle extrem Scheiße gebaut. Ja, das war zu aggressiv gewesen. Diesmal waren wir zu übermütig gewesen. Da haben wir extrem Scheiße gebaut, alle. Da waren wir alle übermütig gewesen. Der ganze Trupp war übermütig gewesen. So eine Scheiße. Jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir alle so schön gerade gespart. Unsere ganzen Klamotten. Jetzt müssen wir halt wieder neue kaufen, Mensch. Sparen wir erstmal. Ach so, Mensch, oh Mann, ach nee, doch. Ich hab mal dann. Ja. Fold! Da haben wir Scheiße gebaut gerade. Die ganze Truppe hat Scheiße gebaut. Einheitliche Scheiße bauen, nennt man das.
5, 4, 3, 2, 1. Okay. I'm throwing smoke. Voll die Routine, oder? Oh, hätte ich beinahe auf den Kollegen geschossen. Plus lecken noch! Junge, plus lecken noch! Ja, ich den noch tot geschossen, abgefahren. Das war gut. Wer schießt denn da noch? War da noch einer? Mach keine Scheiße, Digga. Blendgranate noch. Ich dachte, ich hatte die schon. Will Kinder die Bombe haben? Machen wir auf A, Leute? Okay, aber jetzt nicht übermütig werden. Junge. Nicht übermütig werden. Hat er schon grenadet? Der kommt von da, der kommt von da. Na, ich wollte auch noch einen haben. Jetzt hab ich die Bombe. Ich hab die Bombe! Ich hab die Bombe! Da komm ich mal nach B. Hallöchen, alle neuen. Gib mal ein Ausrufezeichen-Chat. Gib mal ein Ausrufezeichen-Chat. Du, 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 du. Alle, die neu sind, gib mal ein Ausrufezeichen-Chat. Yum, 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 yummy. Passiert nichts. Warum passiert nichts? Hat sich schon mal einer tot, so mit der Waffe? Ich hätte mal hier noch gewartet. Immer wenn ich gegen meine Regeln spiele, dann sterbe ich. Ich muss so spielen, wie ich spiele. Der war gut. Ja, gut gemacht, Kollege. Danke, Kollege. Danke, Kollege. Oh, wir führen. Diesmal scheine ich ja echt ein Immer-Team zu haben. Und ich bin an letzter Stelle mit den anderen. Ja, ach du Scheiße, Mann. Hoffentlich aber kein Cheater bei uns drin. Gutes Team, ja. Hoffentlich sind keine Cheater dabei, Mensch. Dann krieg ich wieder Abzüge, Junge. Die sind voll die Terror-Truppe, Junge. Und wo will er da hin? Was will er da machen, Junge? Was will er denn da machen, Alter? Die sind alle. Ja, er da. Ja, mach.
Ja, er wollte noch messern. Er springt noch hoch. Während der noch auf mich schießt, springt mein Kollege hoch und will den noch messern. Und sieht er nicht, dass der an ihm vorbeispringt und ihn messern will? Was ist denn hier los? Was ist mit den Gegnern los? Liegt hier die Bombe, sag mal? Da liegt die Bombe. Was jetzt hier? Haben wir noch gewonnen? Ja. Hä? Ich verstehe die Welt gerade nicht. Was ist denn jetzt hier los? Scheiße, Mann. Nimm erstmal die Farmers. Das war nicht so gut, aber naja. Dum 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 dum. Move it, move it, move it. Oh, like the... Ich bleib mal hier hinten. Ich hab mit der Akrobumse-Dingse auf der SWAT-Seite bin ich nicht so der Hit drinne. Irgendwas ist gestorben. Wer denn das? Einer von denen oder einer von unseren? Ja, alle tot, Junge. Ja, ich kenne ja alle wie die Tiere, Junge. Ich hatte irgendwo noch eine Waffe aufsammeln oder so? Nee. So, jetzt bauen wir um auf Dings und machen uns noch eine Brandgranate, oder? Na, hätten wir einen sparen können vielleicht, naja. Come on, come on, chop, chop. Hat der da gerade eine Kalaschnikow? Der hat ja eine AK-47er. Hey, macht's von da hin. Die gehen auf A, oder? Die gehen auf B, meine ich. Ja. Oh, 14-4, Junge. Diesmal bin ich anscheinend in der richtigen Gruppe, Junge. Ich bin endlich mal nach so vielen Spielen in der richtigen Gruppe. Ist ja auch mal schön. Muss ja auch mal sein. Ich muss mich ja auch mal ein bisschen glücklich fühlen. Irgendjemand hat mir ein Entschärfungskit zugeschmissen, oder was? Roll on, ich roll mit. Okay, Leute, ich roll mit euch. Flashbang. Laying down smoke.
Scheiße! Ich war zu aggressiv gewesen. Jetzt lauf! Ah, ich hätte ihn töten können. Ich hätte nur leise weiterschlagen. Er hat mich gar nicht kommen hören. Oh, der ist aber echt abgefahren. Ah, schade. Voll spannend hier, ey. Mann, ich hätte ihn noch töten können. Wer hätte ja gar nicht die Bombe legen können, Mensch. Tja, so ist es. So, jetzt müssen wir wieder sparen. Aber eine Granate kaufen wir uns noch mit. Ne, wir sparen mal noch. Wir kaufen keine Granate. Cash Management. Wir machen professionelles Cash Management. Ich geh mal bei B mit. Ah, Scheiße, Mann! Scheiße! Wo steht denn? Ich seh mich auch nicht. Hä? Wo bin ich denn? Ich seh mich ja nicht. Da unten. Mann, Scheiße! Oh, die haben gerade so zwei gute Teamdeckung gemacht. Das war zu aggressiv jetzt. Da ist eine Nebelwolke. Das schaffst du ja nicht mehr. Da bloß jetzt holen die Gegner auf, Junge. Da bloß jetzt holen die Gegner auf. Oh. Bitte nicht, bitte nicht. Ich hab doch gerade gesagt, ich bin im besseren Team. Lass mich nicht hängen. Ich muss auf die Farmers umsteigen. Oh, Scheiße. Ich geh bei B mit. Move it, son. Laying down smoke. Fünf. Throwing flashbang. Vier. Drei. Zwei. Eins. Null. Die sind auf A gegangen. Hat jeder jetzt gehört. Doch bei B. Scheiße. Deploying flashbang. Aber, da ist noch Aber irgendwo. Wo ist er denn jetzt? Oh,
Mann, das ist gerade voll die Muffe, lo. Mann, ich hab gerade voll die Muffe gehabt, Junge. Oh, Mann, das ist spannend gerade, Junge. Ich hab voll ein Herzhausen bekommen, Junge. Hab ich gerade ein Herzhausen bekommen. Junge, Junge. Mann, das ist spannend gewesen gerade, Junge, 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 Junge. Ich dachte, jetzt explodiere ich mit der Scheißbombe, Junge. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die hier Junge, 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 Junge. Das war ja echt, Junge. Das ist ja spannender als jeder Krimi. Ich hab echt gedacht, ich gehe jetzt mit der Bombe hoch. Auf den letzten Drücker, Junge. Puh, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt müsste es also kommen. Oh, ich hab das gewusst, Alter, Scheiße. Wo bist denn du da? Du bist... Nee, nee, du musst nach B, du musst nach B. Nach B, alle nach B. Alle nach B. Glaube ich zumindest. Alle nach B. Kann ich den allen eine Nachricht schicken? Oh, ich kann ja. Wir brauchen nur noch ein Spiel zu gewinnen, oder? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir vielleicht schaffen. Außer die haben uns so tierisch verarscht, dass wir eine richtige Mörder- und globale Elite-Smurf-Truppe gegen uns haben, die jetzt so richtig aufholen noch alle Spiele sozusagen. Da haben wir Pech gehabt. Mann, war das gerade spannend, Junge. Der hat im Sprung gerade. Was sieht da während der Durcheinander? Ach, Mann, das war echt spannend, Junge. Mann, 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 Mann. Dann zeig mal eine M4 und ich leiste mir jetzt mal noch eine Granate und eine Dings. Weil wir sind jetzt beim letzten Match, glaube ich. Ich gehe bei A wieder mit. Let's go. Ich will mal eine Runde länger leben. Deploying Flashbang. Throwing Flashbang. Ja, macht jetzt schon wieder, Junge. 5, 4, 3, 2, 1, sind bei B. Mann, leck mich doch im Arsch. Throwing a grenade. Der visiert schon. Hab ich mich blöd angestellt. Scheiße, Mann. Oh, noch eine Runde. Mann, 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 Mann. Ich dachte, die Kollegen regeln das alles noch. Bin schon völlig aufgedreht gerade. Zeigt halt aussehen. Ich hätte doch bis zum. Man muss immer noch einen Groschen in der Tasche haben. Na gut, dann nehmen wir die UMP. Und noch eine Brenngranate. Ah, zeig ich Scheiße gebaut gerade. Ich bin aufgeregt. Throwing Flashbang. Laying down smoke. 5, 4, 3, 2, 1. Und? Komm keiner. Jetzt. Das ist eine Arbe. Ja,
musste ja, sag ich, musste ja, einer muss ja den Lockvogel machen. Jetzt ist nur noch er. Bei der man mitmachen kann. Robin, nee, hättest du vorhin mal zu, vorhin, Mensch, wo Shiny Shadow abgesagt hat, hättest du mitmachen können, Mensch. Hättest du mal gleich gesagt, jetzt bist du zu spät wieder. Robert, du bist zu spät. Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Hä? Du musst die Bombe entschärfen, oder nicht? Achso, war ja nicht geblendet. Oh. Geil, ich hab ne Waffe. Leutnant. Ja, weil geil, ich hab ne Waffe bekommen und ich bin Leutnant geworden. Aber war ich nicht schon mal, ich war doch General schon oder so. Oder Oberststabsfeldwebel, oder hast du nicht gesehen? Ich hab ja irgendwann, ich hab ne Waffe bekommen. Dilil. Warum eigentlich? Warum hab ich eigentlich eine Waffe bekommen? Ich stehe an letzter Stelle. Mann, ich hab aber, naja, ich hätte ein bisschen besser spielen können. Ah, das war echt spannend gewesen. Gerade am Losspielen. Tja, tja. Ich bin jetzt Leutnant, Leute. Rang 21. Aber ich war doch schon vorher ein Feldwebel. Ist ein Feldwebel nicht besser wie ein Leutnant? Jetzt bin ich ein Leutnant. Aber ein Feldwebel ist doch besser als ein Leutnant, oder? Verstehe ich jetzt nicht. Leutnant? Ich dachte, ein Feldwebel... Ich war doch schon irgendwas Feldwebel und sowas. Auf jeden Fall Feldwebel irgendwas. Das ist doch besser als ein Leutnant. Ich dachte, Leutnant ist die unterste Stufe von irgendwas oder sowas. Das soll jetzt einer verstehen. So, was haben wir denn da bekommen? Eine Tech 9 haben wir bekommen. Hört mal her. Eine Tech 9. Eine... Und Sonnenschein, Hallöchen Sonnenschein. Oder Hallöchen Sonnenschein. So, untersuchen. Zeig mal her. Hab ich nicht so eine schon? Army Mash. Seht ihr den Hebel um? Army Mash, Army Mash, so ein Mash. Yes, Baby. So, zeig mal, weil ich hab, achso, ich hab die Tech 9 in Rot und Dings und Bums und dann hast du nicht gesehen oder was. Ja, bald, ich hab die Tech 9 bald in allen Farben, kannst du sagen. Was hab ich denn für eine Tech 9 im Inventar? Zeig doch mal her. Zeig mal jetzt mal her, jetzt hier. Schwer MPs. So, da ich gar keine MPs. Gewehre wird's ja wohl nicht sein. Messer, Handschuhe. Pistolen? Das ist doch keine Pistolen. Wo sind denn jetzt meine... Unter MPs normalerweise, oder? Warte mal. Wo ist denn hier eine Tech 9? Ich sehe keine Tech 9. Nein! Schwer, ne. Gewehre ist das? Wo ist denn das denn? Kann ja nur unter MPs sein, aber da... Den Mac 10 habe ich. Was ersetzt denn die Tech 9? Zeig mal. Wo ist denn jetzt überhaupt die Tech 9? Ich sehe sie ja nicht mehr. Na doch da. Also doch da. Habe ich doch gesagt, das ist eine Pistole. Warum nicht gleich so, Mann? Das heißt, die Tech 9 gibt es nur auf der Terroristenseite. Ey, ich habe schon so viele Tech 9s. Aber die habe ich doch schon. Ausgerüstet so, ja. Läuft ja immer noch, ja? Tech 9 Pistole, genau. Ausrüsten. Ich würde sagen, nehmen wir zur Abwechslung mal eine andere. Obwohl ich die sowieso alle. Ich benutze ja keine Tech 9. Ja. Vielleicht mal zum Spaß an der Freude oder so. Nehmen wir mal die hier. Vario Gomo. Na, rüsten wir die mal aus. So, ja, ein bisschen Abwechslung, irgendwie so. Sag mal, ich muss irgendwie eine andere Glock haben, die sieht immer aus wie eine Plastik, aber die habe ich auch geschenkt bekommen, war eine tolle Geschenk, aber die sieht so komisch aus im Spiel, so. Die ist nicht mein Ding, aber die habe ich auch geschenkt bekommen, aber wie gesagt, die ist halt so, ja,
Glock, haben wir noch eine Ersatzglock? Noch eine andere Glock vielleicht? Na, nur die Standard, dann nehme ich lieber nochmal die Standard-Glock, weil die ist nicht so mein Ding hier, von der Farbe her. Die macht mich immer so aggressiv irgendwie oder so. Oh, guck mal hier, ich habe jetzt einen blauen, könnt ihr sehen, ich habe hier ein blaues Sternchen bekommen. Ich bin jetzt ein Dings. Ich bin ein Leutnant, aber ich war schon ein Feldwebel. Muss doch was Besseres sein als ein Leutnant, ich schnall das irgendwie nicht, aber naja. Gut, haben wir das hinbekommen. Gehen wir es mal raus. Das war echt spannend und vor allen Dingen gewonnen. Gewonnen! So, für die YouTube-Leute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ihr gesehen, als ich die Bombe, ich bin jetzt noch völlig fertig. Ey, das war voll spannend. Ich dachte jetzt immer. Bieb, entschärft. Also, ich habe gedacht, jetzt fliege ich mitsamt der Bombe in die Luft. Und dann hat es halt dieses Teil. Das war voll das Pro-Feeling. Die wahrscheinlich haben alle gedacht, ich gehe jetzt mit der Bombe hoch. Die ganze, mein Team hat gedacht, na, jetzt geht's mit der Bombe hoch. Und die Gegner haben auch gesagt, jetzt geht's mit der Bombe hoch. Und dann hat er gesagt, nee, geht nicht mit der Bombe hoch. Das war voll geil. Alle haben gewartet, dass die Bombe explodiert. Aber sie ist nicht explodiert. Das war voll geil. Voll epische Szene. Ich hab kaum noch einen Nervenzusammenbruch bekommen. So, ich schalte mal ab. Also, wir sehen uns.